Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das ist Wonderboy in Monsterland. Ja, ein wunderschönes Spiel für das gute alte Sega Master System, neu aufgelegt auf der Nintendo Wii. Ja, und genau darum geht es heute, denn ich werde jetzt so mal in kürzester Zeit dieses Spiel versuchen durchzuspielen und euch nebenbei so ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ja, Start. Willkommen im Monsterland. Ja, dann sehen wir uns mal um. Das ist TomTom, unser Wunderknabe, auch bekannt als Wonderboy. Hat übrigens nichts zu tun mit dem Navigationsgerät. Und ich gehe jetzt einfach mal in dieses Haus hier und guck mal, was man mir hier mitteilen will. Hey, tapferer Mann, hör genau zu. Das Schicksal des Landes hängt von dir ab. Wunderbar. Deine Mission ist es, den Drachen zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Wow. Okay. Nimm das Schwert und diesen Trank mit dir. Wir werden uns wiedersehen. Okay. Hey, ich habe ein Schwert. Woohoo. Ja. Und jetzt geht das Spiel auch schon richtig los. Wunderbar. Wir sind also TomTom. Wir können durch die Gegend ziehen und an geheimen Orten Münzen finden, was uns sehr weiterhelfen wird, denn wir sind auf Geld angewiesen. Hier unten könnte man ein bisschen was trinken, um ein bisschen Leben wieder aufzufüllen. Wollen wir aber nicht, denn wie man oben in der Mitte sehen kann, meine 5 Herzen, die ich besitze, sind voll. Und damit bin ich recht gut gewappnet gegen alles, was irgendwie kreucht und fleucht. Und da halten wir auch schon den ersten Zwischenboss hinter dieser Tür. Einen Geist. Und ja, dieser Geist ist mit 2 Schlägen besiegt, weil ich so gut bin. Yeah. Und ja, was kann ich zu diesem Spiel sagen? Also zunächst mal ist es sehr alt. Es ist eines der ältesten Spiele, die ich kenne. Und es ist sehr gut. Es ist ein wirklich schönes Adventure. Gut gemacht und sehr anspruchsvoll. Und ja, schließen wir doch mal den ersten Level ab. Wunderbar, Runde 1 beendet. Das ist schön. Wir sehen, links oben habe ich eine Punkteleiste, das heißt, ich sammle in diesem Spiel tatsächlich Punkte. Aber im Gegensatz zu anderen alten Spielen haben diese Punkte tatsächlich einen Zweck, nämlich, wenn man einen bestimmten Punktewert erreicht, passiert genau das, was gerade passiert ist. Ihr habt dieses helle Klirren gehört, dadurch habe ich ein zusätzliches Herz erhalten. Das heißt, ich sterbe jetzt nicht mehr ganz so leicht. Und was habe ich hier in diesem Laden gerade gemacht? Tja, ich habe mir Schuhe gekauft, denn Schuhe sollte man nicht unterschätzen. Haha, ja. Wofür sind Schuhe gut? Ganz einfach, wir können schneller laufen und dadurch auch weiter springen. Ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. In dem Laden da oben gäbe es ein Schild zu kaufen, habe ich aber nichts davon. Hier gäbe es Magie zu kaufen, habe ich auch nichts davon im Moment. Außerdem habe ich kein Geld für so einen Kram. Und ja, wir werden im Laufe dieses Spiels noch eine ganze Menge Gegenstände kaufen müssen. Na, und deshalb versuche ich auch so viel Gold mitzunehmen, wie ich nur kann. Wie ihr seht, geben die Gegner oftmals Geld. Normalerweise, wenn man einen Gegner zum ersten Mal besiegt, gibt er immer Geld. Zumindest bei den meisten Gegnern. Die Gegner respawnen nach einer Zeit. Allerdings geben sie dann kein Geld mehr, sondern andere Gegenstände, die meistens völlig nutzlos sind und einfach nur Punkte bringen. Ansonsten gibt es eben jede Menge Verstecke. Oh, da ist jemand hinter der Wand. Sehen wir doch mal nach. Okay. Wenn du auf dem Weg bist, den Drachen zu bekämpfen, werde ich dir irgendwas beibringen, okay? Das Emblem des Helden könnte dir helfen, ihn zu besiegen. Meine Freundin Catherine lebt in der Küstenstadt Baraboro. Gib ihr diesen Brief. Sie wird dir sicher helfen. Okay, wunderbar. Das war eine versteckte Tür. Diesmal wurde sie angekündigt. Das wird nicht wieder passieren in diesem Spiel. Es gibt viele solcher versteckter Türen und es ist zu unserem Vorteil, diese Türen auch zu finden. Allerdings sagt uns keiner, wo sie sind. Vor allem die wichtigsten davon sagt uns keiner, wo sie sind. Aber egal. Hier haben wir noch einen wunderbaren kleinen Zwischenboss. Autsch. Den ich jetzt aus einem einfachen Grund besiege. Es ist zwar nicht nötig, gegen diesen Gegner zu kämpfen, aber er gibt uns etwas Tolles. Und zwar das nächstbessere Schwert. Und ein besseres Schwert bedeutet, wir machen mehr Schaden und dadurch haben sie es leichter, Gegner zu besiegen. Moment, merkt man davon noch nicht viel, weil die meisten Gegner wirklich mit einem Treffer tot sind, aber spätestens beim nächsten Bossgegner hätte man es gemerkt, denn der verträgt dann irgendwie ein paar Treffer mehr. Und ja, erinnert ihr euch vielleicht an den kleinen Bogenschützen, den wir vorhin gesehen haben, mal so zwischendurch, bevor ich in die Höhle gegangen bin? Der hat 4 Treffer vertragen. Wenn ich jetzt nochmal so einen Typ begegne, und das wird gleich der Fall sein, verträgt er schon nur noch 2 Treffer. Das ist sehr vorteilhaft. Und ja, dann bahne ich mir doch mal weiter meinen Weg. Und ich sehe gerade, finanziell gesehen läuft es ziemlich gut. Ich habe schon wieder 100 Goldmünzen.
Das heißt, es wird bald Zeit, mal nochmal was zu kaufen, sofern ein Shop in der Nähe ist. Allerdings wird das in diesem Level nicht mehr der Fall sein. Na, hier müsste Geld sein. Ah, okay. Ja, wie findet man solche Geldverstecke? Ganz einfach ausprobieren. Eine andere Chance gibt's nicht. Also entweder man findet sie zufällig oder man probiert eben so lange rum, bis man was gefunden hat. Und, ja, das Problem Geld macht eben den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel mit aus, denn, wenn ihr zu wenig Geld habt, dann bekommt ihr keine gute Ausrüstung, dann wird das Spiel ziemlich schwierig und, ja, je mehr Geld ihr habt, desto besser die Ausrüstung, desto leichter. Allerdings ist das Spiel trotzdem noch ziemlich schwer. Wenn man es das erste Mal spielt, wird man wahrscheinlich nicht allzu weit kommen. Und, ja, werde ich allerdings keine Probleme damit haben. Ich spiele das Spiel seit ungefähr 20 Jahren und, ja, sollte also eigentlich klappen. Da fällt mir gerade ein, ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen, denn mich erwartet noch eine Kleinigkeit in dem Spiel, die nicht zu meinem Vorteil sein wird, die mich viel Zeit, viel Lebensenergie und dergleichen kosten wird, und zwar das letzte Level, und ja, ich sag dazu jetzt mal im Moment noch nicht mehr, aber das letzte Level ist der Grund, warum ich dieses Spiel über ungefähr ein Jahrzehnt lang nicht geschafft habe, und im Zeitalter des Internets wäre es kein Problem, aber ja, es gibt einen guten Grund, warum ich das letzte Level früher nie geschafft habe, und den habe ich dann irgendwann mal nach langer, langer Zeit selbst abgeschafft. Mittlerweile könnte man es im Internet überall nachlesen, aber naja, egal. Wir gehen weiter und sehen hier ein Fragezeichen. Was will uns das sagen? Hier ist ein versteckter Shop. Und der bietet mir an, eine leichte Rüstung oder eine Ritterrüstung. Nehmen wir doch mal die Ritterrüstung mit. Und wir sehen, unser Aussehen hat sich etwas verändert. Wir sind jetzt grün. Also, unsere Klamotten sind grün. Die Schuhe waren ja vorher schon grün, seit ich welche gekauft habe. Unser Schwert ist auch irgendwie grünlich. Interessant. Okay. Und was bringt diese Rüstung? Ganz einfach, wir verlieren weniger Lebensenergie, wenn wir von einem Gegner einen Treffer kassieren müssen. Und das ist natürlich in jedem Spiel ein Riesenvorteil. Und wir werden noch viele solcher Rüstungen kaufen. Und es gibt ein bestimmtes Schema der Logik, in dem man solche Gegenstände erwerben sollte. Also, es gibt von jeder Art Gegenstand, die man kaufen kann, eine gewisse Anzahl von Upgrades quasi. Und man hat immer die Wahl zwischen dem nächst besseren Upgrade, also die nächst höhere Stufe quasi, oder dem noch eins höheren Upgrade. Und ja, wenn man das Ganze eben in einer sinnvollen Reihenfolge kauft, dann kann man auf diese Weise einen Haufen Geld sparen. Ich weiß zum Beispiel, es gibt insgesamt 5 Rüstungen in dem Spiel zu kaufen. Wenn ich mir jetzt die leichte Rüstung gekauft hätte, gäbe es noch 4 Rüstungen zur Auswahl, die ich kaufen könnte. Und egal in welcher Reihenfolge ich die dann erwerben würde, würde ich letzten Endes einen Haufen Geld ausgeben, das ich nicht habe. So rum, wie ich es jetzt gemacht habe, ist das etwas... Oh, ein Maxi-Herz. Ihr seht, es nimmt mir meine gesamte Energie und füllt sie wieder auf. Meine Energie wurde in Punkte umgesammelt. Sehr praktische Sache, denn dadurch kriegt man natürlich schneller ein weiteres Herz. Aber egal, zurück zu der Rüstung. Ich weiß also, wenn ich jetzt diese Ritterrüstung kaufe, dann wird die nächst höhere Rüstung, die ich erwerben kann, sehr günstig zu kriegen sein. Und das ist wünschenswert, da ich, wenn ich die nächst höhere Rüstung dann zu einem sehr günstigen Preis kriege, beim übernächsten Versuch dann gleich die teuerste Rüstung kaufen kann. Das ist auch wünschenswert. Allerdings, hier ist mal ein Rüstungsladen, ich werde mir aber trotzdem keine kaufen, denn ich bevorzuge es jetzt endlich mal ein Schild zu erwerben. Schilde gibt es 4 Stück, also kaufe ich mir jetzt gleich das, das zweit schlechteste. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Genau wie ich es bei den Schuhen gemacht habe, von denen gibt es auch nur 4. Und da haben wir einen versteckten Laden. Hi, wie geht's dir? Ich bin Catherine. Suchst du nach dem Emblem? Nimm diese Flöte und besuche Poporo Island. Okay. Ein alter Mann lebt in einem mysteriösen Anwesen. Der wird dir zeigen, wie du das Emblem kriegst. Okay, von mir aus. Ein alter Mann in einem mysteriösen Anwesen? Hört's gut an. Ah, da ist mein Geldsack, den ich wollte. Gut. Ja. Ich springe übrigens auch ab und zu mal ein bisschen sinnlos in der Gegend rum, weil ich mir nie 100% sicher bin, wo jetzt die Münzen sind. Das hier hat jetzt zum Beispiel recht lange gedauert, sie zu finden, aber naja, also ich spiele das Spiel jetzt auch nicht jeden Tag und über die Jahrzehnte hinweg kann man sowas doch schon mal vergessen. Allerdings, was man nicht vergessen sollte... Oh, das war ein Unverwundbarkeitsumhang. Was man nicht vergessen sollte, ist ein toller Trick, mit dem man sehr viel Geld in dem Spiel erwerben kann, und den werde ich jetzt gleich demonstrieren. Ihr seht links die Tür, die ist versperrt, das heißt, in diesem Gebäude wird wohl ein Bossgegner sein. Also gehen wir doch mal rein und
prügeln die Scheiße aus dem raus, genau. Ein fliegender Oktopus, den ich früher mal für einen Flügel gehalten habe, egal. Ihr seht, er hat irgendwie ein komisches Auge, das jetzt rot wurde. Bam, genau. Und nachdem es rot ist und noch einmal getroffen wird, ist der Gegner dann tot. Also jeder Gegner hat auf diese Art seine Lebensanzeige. Dieser komische Punkt ist anfangs gelb und wird dann immer mehr orange und irgendwann wird er eben rot. Gut. So. Und wenn er rot ist, verträgt der Gegner noch einen Treffer. Allerdings, nochmal zurück zu dem tollen Trick, den ich jetzt demonstrieren wollte. Ihr habt gesehen, ich habe den Endgegner besiegt, habe dafür einen Haufen Geld kassiert. Wie das bei jedem Endgegner eben der Fall ist. Oh, ein Gauntlet. Das ist ein Plattenhandschuh, der meine Angriffskraft verdoppelt. Okay. So, und jetzt bin ich hier oben und ihr seht, die Endgegnertür ist wieder geöffnet. Das heißt, ich kann jetzt nochmal gegen diesen Endgegner kämpfen. Das bringt mir zwar nicht noch einen Schlüssel, aber es bringt mir noch mehr Geld. Und, ja. Ihr seht ja schon, dass ich hier oben auf dem Dach jetzt neues Geld bekommen habe. Und, ja, das ist ein Riesenvorteil, denn auf die Art kann ich natürlich für den Endgegner das doppelte Geld kassieren. Und dadurch, dass ich im Endkraut ein Gauntlet habe, ist der Gegner auch mit 3 Treffern tot. Das ist natürlich ein glücklicher Zufall. So ein Gauntlet kriegt man eben manchmal per Zufall und manchmal nicht. Aber es ist super, wenn man es hat. Und wie ihr seht, wir kriegen auf die Art auch ein Maxi-Herz, wenn wir den Endgegner zweimal spielen. Das füllt unsere Energie wieder voll, komplett auf. Das heißt, wir kriegen dadurch schon mal Punkte. Und wenn wir jetzt den Level verlassen, kriegen wir auch nochmal einen Perfect-Bonus von 10.000 Punkten. Das heißt, noch mehr Punkte. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich recht bald mein 8. Herz bekommen. Tolle Sache. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen an Zelda erinnert, ja, eine gewisse Ähnlichkeit könnte vorhanden sein. Vielleicht besonders zu Zelda 2, dem Adventure of Link, genau. Und, vielleicht ist das auch beabsichtigt gewesen, allerdings weiß ich gar nicht, ob der Adventure of Link damals schon existiert, weil das Spiel stammt von aus dem Jahr 88 oder 89, also es ist sehr alt und, ja, es ist zwar nicht so alt wie ich, aber es ist alt und, ich finde, es spielt sich einfach immer noch verdammt gut und es ist mit Sicherheit besser als der Adventure of Link, allein schon, weil es eben, ja, man kann wirklich alles, was es in dem Spiel rauszufinden gibt, selbst rausfinden, indem man nur ein bisschen rumprobiert. Und man wird sich nie großartig verlaufen, denn es ist wirklich durchgehend sidescrollend. Das heißt, man läuft immer von links nach rechts oder von rechts nach links. Und solange man das immer schön befolgt, kann nichts schiefgehen. Übrigens, ich hatte jetzt gerade ein Item eingesetzt, das ich eingesammelt habe. Das erkläre ich auch noch bei Gelegenheit, wenn es wieder soweit ist. Und zwar hinterlassen manche Gegner Zauber oder eben andere Items. Wow. Wow, das hat ja mal gut geklappt. Der gibt mir ein Schwertchen. Jawohl. Schön. Ja, und manchmal hinterlassen eben Gegner auch Zauber. Diese Zauber sind sehr hilfreich, da sie natürlich jederzeit eingesetzt werden können, um Gegnern zu schaden. Und ich hatte eben jetzt 3 Bomben dabei als Item. Die werden genauso eingesetzt wie Zauber, egal. Ha, hier. Willkommen, kann ich dir helfen? Vielleicht sollten wir das erstmal klären. Hier haben wir eine schwere Rüstung und eine harte Rüstung. Ihr seht, die schwere Rüstung kostet jetzt nur 100 Gold, weil ich beim letzten Mal die Ritterrüstung gekauft habe. Also nehme ich die mal mit. Und wenn ich das nächste Mal in einen solchen Shop komme, kann ich schon gleich die legendäre Rüstung kaufen. Was... Oh, schon wieder ein Maxi-Herz. Das gibt's ja gar nicht. Ich werde ja heute zugeschüttet mit den Dingern. Normalerweise findet man die nicht so oft. Ja, die legendäre Rüstung ist natürlich sehr wünschenswert. The Man Desert. Okay, die Mann-Rüstung. Hm. Einfach, weil man eben, je besser die Rüstung ist, eben weniger Schaden kriegt. Macht ja Sinn, ne? So, jetzt nochmal zurück zu, ja, wo war ich eigentlich? Zurück. Verdammt, da wollte ich noch gar nicht hin. Mist. Ich wollte eigentlich drüber springen und die Gegner auf der rechten Seite killen, damit ich das Geld von denen noch mitnehmen kann. Und sie dann nochmal besiegen kann, wenn ich hier rauskomme. Aber, naja, manchmal kriegt man eben nicht, was man will. Dumm gelaufen. Aber was soll's. Es wird noch genug Geld in dem Spiel für mich geben und, ja... Genau, ich war bei magischen Gegenständen und so weiter. Die werden rechts oben angezeigt, sofern man welche hat. Im Moment wird dort mein Schwert angezeigt, das heißt, das ist die einzige Waffe, die ich zurzeit besitze. Aber, wenn ich einen magischen Gegenstand finden würde, würde er dort oben angezeigt werden. Und ich kann solche magischen Gegenstände einsetzen, indem ich einfach den Zeiger nach unten drücke, also das Steuerkreuz nach unten drücke. Und dann entsteht eben der Effekt von dem Zauber oder Gegenstand, der dort oben rechts angezeigt wird. Ich kann übrigens nicht durch diese Gegenstände durchblättern, wenn ich mehrere habe, sondern ich muss sie der Reihe nach verbrauchen. Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen 5 Feuerbälle hätte und noch 10 Blitze, dann würde ich eben erst die 5 Feuerbälle verbrauchen müssen und dann könnte ich erst die Blitze nehmen. Je nachdem, welche Reihenfolge ich sie eben bekommen habe. Sprich, wenn ich erst die
Blitze bekommen hätte und dann die Feuerbälle, dann müsste ich auch tatsächlich die Feuerbälle, da diese als letztes erhalten wurden, als erstes verbrauchen. Ist ein bisschen kompliziert jetzt erklärt wahrscheinlich, aber egal. Da oben ist übrigens eine Tür dahinter, in der ich irgendwas kaufen könnte, also auf diesem komischen Block, aber interessiert mich im Moment gar nicht, weil was immer ich dort kaufen könnte, ist nichts im Vergleich zu dem, was ich in diesem Level noch kaufen kann, was ich auch noch brauchen werde. Und hier gibt es Knete. Knete und noch mehr Knete. Schön. Nicht wahr? An der Stelle ist es übrigens sehr wünschenswert, wenn man gute Schuhe hat. Und für den Endgegner dieses Levels ist es auch sehr wünschenswert, wenn man gute Schuhe hat. Und am besten bessere Schuhe als ich habe. Und deshalb sollte ich an diesem Umstand etwas ändern. Aber mit 417 Gold, 421 Gold und es wird mehr und mehr. Ja, dahinter ist ein Rüstungsladen, der interessiert mich im Moment auch nicht. Jedenfalls mit der Menge Gold kann ich mir gleich ein paar wunderbare Stiefel kaufen, sofern ich diesen Sprung hier schaffe. Jo. Und zwar die Stiefel der Legende. Haha. Oder die legendären Stiefel, von mir aus auch so rum. Autsch. Komm, gib mir was Sinnvolles. Und dann kommen wir jetzt gleich zu einem tollen Endgegner in diesem Spiel. Ein Endgegner, den ein Anfänger wohl niemals besiegen wird. Schon gar nicht ohne ordentliche Schuhe. Aber man kann ihn besiegen, ohne gegen ihn zu kämpfen. Hahaha, willkommen hier, junger Mann. Ich bin die Sphinx. Wenn du, wenn es dir nicht gelingt, meine Frage zu beantworten, verlierst du dein Leben. Okay? Als wenn ich eine Wahl hätte, oder? Frage. Was ist mein Hobby? Golf, Lesen oder Singen? Das ist eine berechtigte Frage. Also ich behaupte mal, du liest gerne. Oh, okay. Das war offensichtlich ein Fehler. Und nun muss ich gegen den Kameraden kämpfen. Warum ist das so schwer, gegen den hier zu kämpfen? Ihr seht, dass er sich immer wegteleportiert. Das Problem ist, wenn ihr nicht schnell genug an ihn ranrennt, bekommt ihr nicht mal die Gelegenheit, ihn zu treffen. Allerdings müsst ihr auch gleichzeitig seinen Schüssen ausweichen, denn wenn ihr von den Schüssen getroffen werdet ihr zurückgedrängt. Das heißt, ihr habt wieder keine Chance, ihn zu treffen, weil ihr nicht schnell genug vorwärts kommt. Und deshalb sind an dieser Stelle ein paar gute Stiefel sehr vom Vorteil, weil ihr dadurch schneller seid, höher und weiter springen könnt. Und dadurch wird der Gegner dann relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Allerdings gibt es noch ein Handicap. Wie ihr seht, hat er recht viel vertragen, jetzt noch ein Treffer und dann ist er weg. Aber rechts oben ist eine Sanduhr neben meinem Schwert. Das ist das Zeitlimit, das in jedem Level vorhanden ist. Und dieses Zeitlimit tötet euch zwar nicht, wenn es abgelaufen ist, das wäre ziemlich fies, weil es läuft ziemlich schnell ab, aber jedes Mal, wenn diese Sanduhr abgelaufen ist, verliert ihr ein ganzes Herz. Und jetzt stellt euch vor, ihr kämpft gegen einen Gegner, den ihr nicht treffen könnt, und die Zeit läuft euch dauernd ab. Also, das heißt, selbst wenn der euch nie trifft, werdet ihr trotzdem jämmerlich sterben. Und das ist eben eine Sache, die man nach Möglichkeit vermeiden sollte, ne? Und deswegen würde dieser Boss einem Anfänger ziemlich schwer fallen. Übrigens, falls ihr das Spiel mal spielen wollt... Oh, was hat der? Flügelstiefel. Mit denen kann man kurz schweben, ja, egal. Falls ihr das Spiel mal spielen wollt und ihr habt kein Sega Master System, das Spiel gab es auch für andere Systeme, beispielsweise, glaube ich, für den Commodore 64. Dort hieß es allerdings Wonder Boy in Monster World, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und es gab's auch, es gibt dieses Spiel auch für das gute Nintendo Wii. Wer also eine Wii hat, kann dieses Spiel auch jederzeit spielen. Oh, da hätte ich mich heilen lassen können, aber ist unnötig. Mein Lebensenergie ist eh voll. Wer eine Wii hat und das Spiel spielen will, für 500 Wii-Punkte könnt ihr das Spiel jederzeit online runterladen. Und das ist ein Preis, wo ich sagen muss, kann ich nur empfehlen. Also für das Geld... dieses Spiel, das ist super. Also, ihr bekommt hier wirklich ein gutes, wirklich durchdachtes, weitestgehend fehlerfreies Spiel geboten. Also, es gibt eine Stelle in dem Spiel, wo man tatsächlich einen Bug auslösen kann. Ich weiß nur nicht mehr, wie es geht, aber ansonsten ist das Spiel wirklich fehlerfrei und es spielt sich verdammt gut. Es macht Spaß, es ist herausfordernd und es ist einfach gut gemacht. Also, ja, es für sein Alter hat es eine gute Grafik und so weiter und so fort. Gute Musik und so weiter, ja. Um nach South Island zu kommen, geh nach Westen und begib dich auf eine Wolke. Na, das ist immer eine klare Aussage. Westen ist links, also, ja. Dieses Blockdings hier war vorher nicht da, also müsste ich mit diesem Kerl labern, aber, ja. Wir sind im Himmel und wir sollten nach Möglichkeit nicht runterfallen, denn hier gibt es jede Menge Geld einzusammeln, das ich auch gerne mitnehmen würde. Ja. Und, ja, ansonsten ist dieser Himmel relativ egal. Also, wenn ihr runterfallen würdet, hier würde euch nichts passieren. Ihr würdet in South Island oder Southern Island landen und die Sache ist erledigt. Aber ihr seht ja, was ich hier einen Haufen Kohle einsammeln kann. Und wenn ich jetzt diesen Sprung hier schaffe, kriege ich sogar noch mehr.
Ja, das hat super geklappt. Hätte ich gar nicht erwartet. Also mit Flügelstiefeln ist das natürlich extrem einfach. Aber da ich keine Flügelstiefel habe und ja, musste ich eben hoffen, dass es klappt. So, wir sind in der südlichen Insel, Southern Island, keine Ahnung. Hier müsste eigentlich Geld sein, habe ich gedacht, aber dann eben nicht. Und jetzt wird es wieder Zeit für einen doppelten Bosskampf. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, was diese Catherine gesagt hat, dass wir hier jemanden treffen sollten. Und, ja, diese Person werden wir auch noch treffen, aber erstmal kümmern wir uns um diesen erbärmlichen Ritter. Ja, ich habe im Moment einen Tornado-Zauber, wie ihr rechts oben sehen könnt. Noch 7 Tornados verfügbar. Diese Tornados laufen eine Zeit lang hin und her, bis sie was getroffen haben oder sich nach einiger Zeit von selbst auflösen. Man kann mehrere Treffer mit so einem Tornado landen, allerdings ist das Ding meiner Meinung nach relativ nutzlos, deshalb verballere ich sie jetzt einfach und hoffe, dass sie mich nie wieder stören. Und ja. So, ein Berg und eine Flöte, ja. Passt doch super. Wir stehen auf dem Berg, flöten und dann passiert etwas, was normalerweise nicht der Fall wäre. Habt ihr die Flöte, könnt ihr hier weiter nach rechts. Und da ist das geheimnisvolle Anwesen, von dem die Rede war. Und wer soll hier leben? Der große Catfish? Nee, kommt wahrscheinlich später noch. Okay. Übrigens, nette Gelegenheit, um auch nochmal zusätzlich Geld einzusammeln. Also, es ist gleich doppelt hilfreich, wenn ihr alle diese versteckten Leute findet, die euch helfen wollen. Erstens mal kriegt ihr jede Menge Geld, wenn ihr das macht, das ihr normalerweise nicht kriegen würdet, was ja für eure Ausrüstung sehr vorteilhaft ist. Und zweitens, oh, das waren Ringboots. Schön. egal, lesen wir erstmal das vor. Gib diesen Brief, nee, diesen Zauber zum dem großen Catfish, okay? Er wird ihn durch das Emblem ersetzen, wenn du wirklich tapfer bist. Okay, Der Drache ist ein sehr formidabler Gegner. Okay, gib niemals auf. Keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte, aber ist mir egal. Wie würde man formidable sinnvoll übersetzen? Außer vielleicht als formidabel? Keine Ahnung. Okay, Münzen sind wohl nicht respawned, aber das kann mir egal sein. Tja, worauf wollte ich jetzt eigentlich raus? Ja, Gegner doppelt und dreifach machen und jede Menge Wahrsager oder Verbündete oder wie auch immer man sie nennen will, treffen. Mist, so war das nicht gedacht, aber egal. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ihr bekommt am Ende des Spiels, bevor ihr das Level des letzten Endgegners betretet, wenn ihr alle diese Wahrsager getroffen habt, einen Gegenstand, der euch helfen wird. Ihr habt die Wahl zwischen 2 Gegenständen. Jeder hat einen besonderen Effekt, den ich später noch erklären werde. Und diese Effekte sind sehr, sehr, sehr hilfreich, um das Spiel zu schaffen. Und dementsprechend ist es natürlich wünschenswert, dass man all diese Leute findet, die einem helfen wollen. Problem ist eben, dass diese Leute alle gut versteckt sind. Mal abgesehen eben von den ersten beiden oder so. Und ja, da muss man eben suchen. Entweder man findet sie oder man findet sie nicht. Das Gute ist, sie sind immer an der gleichen Stelle, also wenn ihr sie einmal gefunden habt, braucht ihr euch nur zu merken, wo sie waren. So. Wir sehen, wir haben 9 Herzen mittlerweile. Wir haben 483 Gold, das sieht ja gut aus. Noch ein bisschen Kleingeld und ich habe genug für die bessere Rüstung. Und die wäre wünschenswert. Denn wir wollen immer noch möglichst wenig Schaden kassieren. Das läuft ja auch irgendwie alles wie am Schnürchen heute hier. Ich stelle mich zwar manchmal ein bisschen dämlich anstellig fest, aber ansonsten läuft es wirklich gut. Juppidu. So. Man hätte hier übrigens die Wahl gehabt, man hätte auch nach unten laufen können, an diesem komischen Loch, das vorhin da war. Aber ich weiß, dass es hier etwas gibt, das ich haben will. Okay, in dieser Kneipe gibt es nichts, was ich haben will. Mit Bier und Met kann man sich seine Lebensenergie wieder auffüllen, zumindest ein bisschen. Aber was ich wirklich wollte, war das hier. Eine Hexe. Hexen sind tolle Geschöpfe, sie gehen einem auf den Sack, sie schießen auf einen mit keine Ahnung was und sie sind sterblich. Ja, und was hinterlässt eine Hexe uns Tolles? Einen Blitzzauber. Wuhu, wuhu. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe einen Blitz aktiviert, der trifft alle Gegner, die in Sichtweite sind. Das ist ziemlich effektiv. Die macht zwar nicht so viel Schaden wie mein Schwert, aber wen interessiert das schon? Ich meine, das ist ein geschenkter Treffer für alles, was in meiner Sichtfeld ist. Und diesen Zauber werde ich mir weitestgehend gut aufheben, denn wir haben einen sehr, sehr harten Endkampf vor uns in diesem Spiel. Und da wäre ein bisschen Zauberei, die uns unterstützt, sehr hilfreich. Also, ich bin schon ziemlich verzweifelt an diesem letzten Gegner. Okay, jetzt habe ich mal einen Blitz eingesetzt, weil mir zu viele kleine Schlangen da waren, aber ich bin schon ziemlich verzweifelt an diesem letzten Endgegner, vor allem als ich das erste Mal bei ihm war. Aber er ist schaffbar. Ach gut. Wunderbar. Ich habe schon befürchtet, ich krieg nur den Schlüssel und den Sack Geld kriege ich nicht mehr. Aber es hat ja zum Glück dann doch geklappt.
Jedes bisschen Geld, das man kriegen kann, ist natürlich wichtig. Und dementsprechend ist das sehr erfreulich. So, hier kriegen wir nur Wingboots. Okay, brauchen wir nicht. Gehen wir doch mal weiter. Wingboots halten nur eine begrenzte Zeit, genauso wie alle anderen Hilfs-Items, die ihr kriegt, die nicht als Zauber quasi eingesetzt werden. Also die Blitze habe ich so lange, bis ich sie eingesetzt habe. Aber Wingboots oder Gauntlet oder Helm oder so ein Kram, die halten wirklich nur begrenzt. So, hier könnte ich zwar ein Schild kaufen, will ich aber gar nicht, weil ich weiß, hier gibt es irgendwo die Rüstung zu kaufen. Vorzugsweise in diesem Rüstungsladen hier. Hoffentlich reicht mein Geld. Ich glaube, ich gehe lieber erstmal weiter. Dann verliere ich zwar ein bisschen Lebensenergie, aber scheiß drauf. Ich will auf Nummer sicher gehen, weil ich befürchte, dass ich diesen Laden nur einmal betreten kann. Und ich will jetzt die Rüstung haben, nicht irgendwann später. So, das kostet mich jetzt zwar wirklich ein bisschen Lebensenergie, aber ist mir egal. Wow, ich habe nicht mal nach oben gedrückt. Interessant. 540, die hätte ich mir gleich leisten können. Gut. So. Ach, dann könnte ich gerade mal demonstrieren. Zack, ihr seht, diese Schlange hat vorhin noch Geld gegeben, jetzt wo sie wieder da war, hat sie mir nur irgendeinen komischen Gegenstand hinterlassen, der mir nichts hilft. Boah, und jetzt habt ihr auch gerade gesehen, wie es aussieht, wenn ein Gegner respawnt. Gut, hier müssen wir nach unten, was der Pfeil ja auch deutlich sagt. Es ist eben nicht sinnvoll, einen Gegner mehr als einmal zu bekämpfen. Irgendwo hier gibt es einen geheimen Raum, den ich hoffentlich kriege. Und dann ein neues Schwert kriege. Gegner mehrmals zu bekämpfen ist nicht sinnvoll, weil ihr riskiert es, nochmal getroffen zu werden. Und sie hinterlassen euch nichts, was euch wirklich hilft im Regelfall. Verdammt, ich hasse den Kerl. Also, man könnte versuchen, den Feuerbällen, die er macht, auszuweichen. Aber so geht's schneller. Und man hat wesentlich weniger Verluste dabei. Also ich meine, der hätte mich sowieso die meiste Zeit getroffen, wenn ich versucht hätte auszuweichen. Und so ging's wirklich schnell und schmerzlos. Na, hier müsste irgendwo Geld versteckt sein. Sag ich doch. Ach, das war schon alles, das ist ja armselig. Damit hätten wir übrigens das beste Schwert. Das können wir auch übrigens demonstrieren, mal so nebenbei. Denn es gibt diesen Ausrüstungsgegenstand. Wir sehen Sword of Legend, also das legendäre Schwert. Wir haben ein Ritterschild, wir haben die Rüstung der Legende, wir haben die Stiefel der Legende. Das heißt, wir könnten unseren Schild noch ein bisschen aufwerten beim nächster Gelegenheit. Wir haben eine Revival Potion, diese wird uns wiederbeleben, sollten wir sterben. Funktioniert allerdings nur einmal. Und wir haben den Charm of Star. Den Zauber des Sterns? Keine Ahnung. Also ein Charm ist eigentlich ein Zauber, mit dem man Leute beeinflusst, normalerweise. Aber, naja, keine Ahnung. Autsch. Aber, ja, den Charm of Star brauchen wir noch für irgendwen, den wir treffen sollten. Wurde ja vorhin erwähnt. Aber bis dahin ist noch ein Stückchen und jetzt haben wir erstmal wieder einen kleinen Endgegner, also für dieses Level. Der ist auch relativ gut zu besiegen. Ich habe keine Ahnung, was der Kerl darstellen soll, aber er hat eine ziemlich durchschaubare Kampftaktik, denn er wird vorzugsweise mit seinem Schwert einen Strahl auf uns schießen und wenn wir ihn in der Ecke drängen, wegspringen. Das heißt, wenn man sich hier ein bisschen geschickt anstellt mit Ausweichen und Angreifen, dann ist der kein Problem. Sehr gut. Ich glaube, ich habe das Geld noch gekriegt. Autsch. Ja, und mit einem Schwert der Legende, wenn man das an der Stelle hat, ist er sowieso leicht zu besiegen. Schlimmer ist es, wenn ihr wirklich unterwegs ein Schwert vergessen habt oder noch schlimmer mehrere Schwerter nicht mitgenommen habt. Also dann ist der Schwierigkeitsgrad hier schon abartig, weil dann sind viele Gegner quasi nicht mehr klein zu kriegen. Ja. Und ihr seht schon, was vorher mal Bossgegner waren, das kommt jetzt mittlerweile als normale Gegner. Die Ledermaus hier zum Beispiel, davon hatten wir ein paar als Bossgegner. Oder diese komischen Geister, die hier rumfliegen. Wird bestimmt gleich nochmal einer kommen irgendwo. Hoffe ich mal. Ihr erinnert euch, am ersten Level war so ein komischer Geist der Endgegner. Na, hier müssten irgendwo versteckte Türen sein, aber ich finde sie nicht. Also, keine Ahnung, was hier los ist. Ah, okay. 350 kostet das legendäre Schild. So viel Geld haben wir noch nicht, aber beim nächsten Mal. Ja, werden auch für 250 oder wie viel das nächst größere Schild kaufen können. Aber das macht meiner Meinung nach jetzt keinen großen Sinn, denn dann müssten wir das legendäre Schild immer noch kaufen. Okay, diese Dinger sind dumm. Diese Geister sind, glaube ich, unkaputtbar. Und nebenbei... Nehme ich mir was mit davon? Nee. Nebenbei klauen sie einem Geld, wenn sie einen treffen. Also sie ziehen einem normal Lebensenergie ab, wie jeder andere Gegner auch, aber sie klauen einem auch noch Geld. Deshalb bin ich jetzt mal elegant durch die Lava ausgewichen, die zum Glück nicht mit einem Treffer tötet. Autsch. Das war dumm. Ja, weil mein Geld würde ich gern behalten. Also die klauen nicht alles Geld, die klauen nur ein bisschen, aber jedes bisschen ist wertvoll. Feuerballzauber, super. Sowas habe ich gern. Also diese komischen
springenden, spuckenden, roten Viecher hier, die hinterlassen meistens irgendwelche nützlichen Gegenstände. Genauso wie diese komischen, breiten, roten Viecher, die von links nach rechts immer hinherlaufen, die hinterlassen für gewöhnlich auch irgendwas Sinnvolles. Und da hätten wir schon den nächsten Gegner, den kennen wir doch schon, oder? Also wir haben so einen Kameraden schon mal gesehen und wow. Ich glaube, ich habe eben Gauntlet angesammelt, deshalb ging das jetzt so schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell beendet werden würde, aber okay. Also das läuft ja heute wirklich unglaublich gut. Runde 10 ist beendet. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Spiels. Ich bin schwer beeindruckt und hoffe, dass das hier alles jetzt gut laufen wird weiterhin. Wow, der Gauntlet funktioniert scheinbar immer noch. Na, Trip. Sehr schön. Oh, ein Glückszauber. Schön. Noch ein einzelner Blitz. Was soll ich denn damit? Au. Oh, das nehme ich auch mit. Hm. Also ich könnte mich irren, aber ich glaube, dieser Blitzzauber war gerade sehr effektiv und das könnte an einer besonderen Gegebenheit liegen, und zwar dadurch, dass ich mein Schwert abgegradet ist. Vielleicht werden die Zauber dadurch auch effektiver, wer weiß. Egal, sehen wir mal, was dieser Laden zu bieten hat. Ein Schild und dann noch das Schlechte. So ein Mist. Oder Donnerblitz, aber will ich auch nicht kaufen. Okay, gucken wir doch nochmal rein. Vielleicht hat er jetzt was Neues. Oh mein Gott! Oh, hallo. Du bist wirklich tapfer. Wenn du meinst. ich habe dich mit dem Emblem belohnt für deine Tapferkeit. Okay. Der große Drache ist in dem Monsterschloss. Sei sicher, ihn zu besiegen. Oder stell sicher, ihn zu besiegen. Keine Ahnung. Ja, diese habe ich gemeint. Diese Dinger, die einfach hin und her laufen. Ja, er hat jetzt zum Beispiel ein Gauntlet hinterlassen. Ein eigentlich sehr nützliches Item, weil man eben wesentlich weniger Treffer für die Gegner braucht. Wow, dass so einer mal Geld hinterlässt, ist auch selten. Ah, Feuerballzauber und ich komme nicht dran, verdammt. Ah, ich hab'n. Und einen Unverwundbarkeitszauber, den hätte ich auch gerne. Sehr schön. Hat doch geklappt. War zwar jetzt nicht ganz einfach, da dran zu kommen, aber... Oh, Bombe. Noch ein Unverwundbarkeitszauber. Jetzt hab ich versehentlich eine Bombe aktiviert. Au. Okay, aber ich habe genug. 5 Bomben. Übrigens, ich habe zwar keine Flügelstiefel, aber diese Schwebererei funktioniert unter Wasser irgendwie immer. Keine Ahnung warum. Seht ihr? Keine Flügelstiefel. Ich kann nicht drüber schweben, sonst kann er... Oh. Okay. Die vergesse ich aber auch jedes Mal. Ja, besser der trifft mich als der Geist. Sehen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, also ich weiß nicht, was ihr so weit von dem Spiel haltet. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Es ist mir auch völlig egal im Moment. Tatsache ist, ich finde das Spiel super genial und ich bin sicherlich nicht der Einzige, der dieser Ansicht ist. Es ist einfach ein toller Klassiker, ein wirklich gut gemachtes Spiel. Und ich musste das jetzt einfach mal let's playen, einfach um mal was zu haben, was man nicht jeden Tag sieht. Also, ich meine, ich habe Mario let's played, ich habe Kirby let's played und weiß der Geier was. Ich let's play Pokémon immer noch. Wow. Ja. Und das sind alles Sachen, die sind schon 100 Mal auf YouTube. Das hier ist allerdings auf YouTube nicht allzu oft. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist noch kein Let's Play der Master System Version dieses Spiels vorhanden. Es ist ein Let's Play da, vorhanden von, ich nehme an, der Commodore Version. Sie sieht jedenfalls grafisch etwas besser aus und hat auch einen etwas anderen Ton. Okay, von diesem Punkt an drehen sie das Lager des großen Drachens. Wunderbar. Oder das ist ein Schloss oder keine Ahnung. Was? Verdammt, das ging jetzt zu schnell. Tut mir leid, ihr könnt es ja selbst nachlesen, wenn ihr das Video seht. Ich meine, gibt ja eine Pausetaste. Hier gibt es ein bisschen Lebensenergie. Bauen wir aber nicht. Bauen wir lieber ein paar Leute, genau. Und schon die Leute verprügeln ist klasse. Was gibt's hier? Einen Helm, brauchen wir auch nicht. Was gibt's hier? Feuerballzauber. Na, den nehmen wir doch mal mit. Ja, warum mache ich jetzt sowas? Ganz einfach. Das ist die letzte Gelegenheit, hier überhaupt was zu kaufen. Ich weiß, dass ich nur 350 Gold für mein Schild brauche. Also kann ich hier ruhig nochmal so viel Geld investieren, wie ich gerade habe. Also wie ich übrig habe. Für Dinge, die ich für sinnvoll halte. Also diese Heilung war jetzt mehr oder weniger sinnvoll, aber die Feuerbälle sind zum Beispiel sinnvoll, weil sie ja meinen Kampf gegen den letzten Boss doch etwas erleichtern werden. So, und irgendwo gibt es hier auch noch einen Schildladen. Aber erstmal erleben wir diesen silbernen Ritter. Das ist auch der letzte, den wir von der Sorte sehen. Und der ist genauso leicht zu besiegen wie seine Kollegen. Und der gibt uns noch mehr Geld, das wir nicht mehr brauchen. Das ist dumm, ich hätte vielleicht wirklich vorhin die Blitze kaufen sollen, als ich sie angeboten bekommen habe. Aber egal. Hier haben wir unser Schild. Ja, das legendäre Schild. Und wir sind komplett blau. Wow. Ja, das passt ja dann zu meinem momentanen Zustand oder so. Oh. Ja. Diese Frau hat mir gerade gesagt, ich habe meine Sache gut gemacht. Und jetzt soll ich entscheiden, ob ich die Glocke oder den Rubin will. Und ich nehme den Rubin. Ja, beide dieser Gegenstände sind wie versprochen sehr hilfreich beim letzten Endgegner. Falsch, also im letzten Level. Die Glocke wird uns den richtigen Weg weisen und
Ja, der Rubin wird uns helfen, den letzten Endgegner zu besiegen. Dummerweise dürfen wir nur einen dieser Gegenstände mitnehmen und ich habe mich für den Rubin entschieden, weil der letzte Endgegner wirklich ein harter Brocken ist. Und ja, was den Weg angeht, ich spekuliere jetzt mal darauf, dass ich den noch einigermaßen auf die Reihe kriege. Auch ohne Glocke. Und ja, übrigens, um das Ganze jetzt endlich zu erklären, denn jetzt sind wir soweit, letztes Level und so weiter. Das hier ist ein Labyrinth. Nimmt man hier den falschen Weg, beispielsweise hier den oberen, kommt man wieder an den Start oder man gelangt an einen Rundweg. Und wenn man dann eine falsche Abzweigung nimmt, landet man eben dann doch letzten Endes am Start. Und das ist ziemlich unfair, weil unabhängig davon, wie ihr euch im Vergleich, unabhängig davon, wie ihr euch mit den Gegnern rumschlagt oder nicht, ob ihr euch treffen lasst oder nicht, läuft kontinuierlich oben rechts eure Zeit ab. Und das kostet euch jedes Mal, egal wie gut eure Rüstung ist, ein ganzes Herz. Das heißt, ihr werdet hier unten sterben, wenn ihr den Weg nicht kennt. Es ist extremst unwahrscheinlich, dass jemand auf Anhieb den richtigen Weg findet, denn es gibt sehr viele Abzweigungen und teilweise sind die so gemacht, dass man wirklich nicht auf die Idee kommt, dass man das so machen sollte. Da bleiben im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat diese Glocke und lässt sich von ihr den Weg weisen, oder man probiert eben aus und schreibt sich auf, wo man lang gegangen ist und hofft, dass man auf diesem Weg irgendwann den richtigen Weg findet. So wie ich das früher gemacht habe. Denn, ja, zu meinen guten alten Zeiten, als ich noch nicht, als ich das Spiel noch nie geschafft hatte und nicht wusste, wo alle Wahrsager, Freunde, Verbündete, keine Ahnung sind, hatte ich ja nicht die Möglichkeit, die Glocke zu benutzen, da ich sie nicht bekommen habe. Und das heißt, mir konnte niemand sagen, wo es lang geht. Internet, nee, vergiss es, gab's damals nicht. Oder sagen wir mal, vielleicht gab's Internet, aber nicht in der Form, wie wir es heute kennen. Und da hätte niemand irgendwo eine Komplettlösung für das letzte Level in Wonderboy in Monsterland gefunden. Mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich Jahrhunderte gedauert hätte, bis man überhaupt irgendwas gefunden und runtergeladen hätte. Ja, und deshalb musste ich mir den Weg selbst suchen. Ich habe alles aufgeschrieben und mittlerweile kenne ich den Weg. Also weitestgehend. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Fehler machen letzten Endes und einiges vom Weg dann wiederholen müssen, was mir nicht sehr zusagt, aber naja. Warum hinterlassen die alle Lebensenergie? Das gibt's ja gar nicht. Also, versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich beschwere mich nicht, dass ich hier Lebensenergie bekomme von meinen Gegnern. Das ist eigentlich super. Aber das ist nicht, das bin ich nicht gewohnt. Also, vielleicht liegt's an der Nintendo-Version, vielleicht auch nicht, aber okay, muss ich jetzt hier runter oder muss ich nicht runter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss jetzt runter. Ja, wie auch immer. Es liegt also möglicherweise an der Nintendo-Version, dass ich hier mit Lebensenergie so zugeschüttet werde. Ich glaube, wenn ich jetzt rechts gehe, komme ich wieder an den Anfang. Wenn ich links gehe, geht's weiter. Aber ich bin mir nicht sicher. Nö, das war ein Rundweg. Also hätte ich links, rechts rumgemusst. Das ist dumm. Aber das war wenigstens das kleinere Übel. Also wenn ich jetzt wieder am Start gelandet wäre, wäre das, denke ich, wesentlich schlimmer. Weil, ja, meine Zeit läuft gleich schon wieder ab. Ich verliere gleich wieder ein Herz. Verdammt. Das ist auch so der Grund, warum ich hier so durchrenne und wenig auf die Treffer von Gegnern achte. Also ihr seht ja, so ein Treffer von einem Gegner kostet mich ein Viertel des Herzchen. Und einmal Zeit ablaufen, wie es gerade passiert ist, kostet mich ein ganzes Herz. Also ist es doch irgendwie wünschenswerter, einfach hier durchzurennen und ab und zu mal einen Treffer in Kauf zu nehmen. Wie dass man sich Zeit lässt und andauernd die Energie von der Sanduhr abgezogen kriegt. Sehr gut, hier sind wir... richtig? Flügelstiefel, okay. Und Verwundbarkeit, schön. Jetzt noch ein Maxi-Herz und dann wäre die Sache komplett. Ne, ein Gauntlet, auch nicht schlecht. Wäre cool, wenn ich sowas beim letzten Endgegner hätte. Ein Helm, naja, kann ich mitleben. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwas richtig mache, weil ich bin mir jetzt mit dem Weg überhaupt nicht sicher. Ich lasse mich jetzt einfach mal komplett nach unten fallen und hoffe, dass es richtig ist. Ich kann nur hoffen, dass es richtig ist. Bitte, bitte, bitte sei richtig. Okay, das kommt mir zwar irgendwie bekannt vor hier, aber... Oh, Mist. Das war dann wohl der falsche Weg. Das ist dumm. Das ist sehr dumm. Das ist extremst dumm. Aber, ich kann die Situation vielleicht noch retten. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Also, der Weg war richtig. Ich kann es nicht glauben. In dem Fall entschuldigt mich bitte für einen kleinen Augenblick. Ich muss mal gerade ein Telefonat bearbeiten.
So, da bin ich auch schon wieder. Das war jetzt mal eine sehr unfreiwillige Unterbrechung, aber egal. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen Lebensenergie verloren. Vielleicht auch nicht. Kann sein, dass die Zeit weiterläuft, während ich hier jetzt auf dem Menübildschirm war. Zumindest bin ich das so gewöhnt gewesen. Aber das kann mir egal sein, denn wir sind beim letzten Endgegner angekommen. Juhu, hinter dieser Tür. Ich kann es nicht glauben, dass ich auf Anhieb den richtigen Weg gefunden habe. Und wir sehen einen Drachen. Bam! Und wir sehen ein seltsames Geräusch. Wir sehen ein Geräusch, genau. Und einen Haufen Geblinke. Was ist hier jetzt gerade passiert? Ich habe bei dem Drachen einen Treffer gelandet. Ja. Wer jetzt gedacht hat, es ist schon vorbei, den musste ich leider enttäuschen, aber ich habe bei dem Drachen einen Treffer gelandet, mit so einem Feuerball. Und dadurch, dass ich einen Rubin dabei habe, wurde sofort ein besonderer Effekt des Rubins ausgelöst. Und zwar wurde der Drache durch den Rubin extremst geschwächt. Zumindest in seiner ursprünglichen Form. Das Ganze funktioniert leider nur bei seiner ursprünglichen Form. Das heißt, sobald ihr ihn einmal trefft, wenn ihr den Rubin dabei habt, wird der Drache ziemlich schwer verletzt und ist dann relativ schnell besiegt. Dummerweise seht ihr ja, der Drache hat noch eine zweite Form, und zwar ein Metallskelett scheinbar. Und wie ihr seht, hält das Ding ganz schön was aus. Und der normale Drache hätte nicht weniger ausgehalten. Das heißt, ich habe mir jetzt wirklich einen Großteil des Bosskampfs gespart durch den Rubin. Und deshalb ist mir der Rubin auch lieber als die Glocke, auch wenn ich nie 100% sagen kann, wo ich eigentlich langgehen muss hier im letzten Level. Aber das finde ich toll, das Spiel ist fast vorbei. Oh, noch ein Treffer und die Sache ist erledigt. Das machen wir doch mit dem Feuerball, oder? Wow, komm schon, die Bomben müssen weg, genau. Es dürfen immer nur zwei Zauber im Bild sein. Und Feuer! Bam! Das war ja mal ein grandioses Finish. Wow. Der Kampf ist vorbei. Wir haben nie gewusst, dass der Drache ein Roboter war. Kam er von einem anderen Planeten? Letztendlich wurde der Frieden wiederhergestellt in diesem Land. Das Volk wird glücklich leben. Wie auch immer, sei nicht off guard, scheiße, sei wachsam, sagen wir jetzt einfach mal. Denn noch schlimmere Dinge könnten dich erwarten. Auf Wiedersehen, Monsterland. Wir sehen uns. Oh, und nun wird mein verbliebenes Geld meine verbleibende Lebensenergie in Punkte umgewandelt. Und ich sehe schon, mein Punktestand ist gar nicht mal so schlecht. Also, ich hätte Schlimmeres erwartet. Und ich bin verdammt stolz auf mich. Also, das dürfte nicht nur eine verdammt gute Zeit gewesen sein, die ich jetzt gebraucht habe für das Spiel. Sondern, ich bin auch durchgekommen, ohne den Regenerationstrank zu verbrauchen. Denn das Schwierige an dem Spiel ist ja nicht, dass es so lang ist oder so irgendwas, weil es ist ja nicht lang. Sondern man hat eben nur dieses eine Leben und diesen einen Regenerationstrank. Das heißt, wenn man stirbt und den Regenerationstrank einsetzt, wodurch man dann nochmal ein Leben hat, theoretisch, darf man nicht nochmal sterben, sonst ist das Spiel vorbei. Und normalerweise brauche ich beim letzten Endgegner immer diesen Regenerationstrank. War aber heute nicht der Fall. Monsterland sagt, mach's gut, auf Wiedersehen. Und an der Stelle sage auch ich nichts an zu euch. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs in meine frühe Kindheit hat euch gefallen. Ich hätte noch sehr viel mehr sagen können, aber leider gibt das Spiel mir nicht mehr Gelegenheit dazu. Es ist wirklich schade, aber mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Let's Play.